Als Chef denkst du dir doch oft, ach ja, genau so, wie du es dir gerade gedacht hast, kannst du es jetzt wirklich nicht sagen, oder? Manchmal haben wir den Moment, wo wir etwas denken und wir denken, Mist, das kann ich jetzt echt nicht bringen. Wenn ich das jetzt einfach sage, was ich denke, dann fällt mir der Mitarbeiter vom Stuhl, jemand fängt an zu weinen oder ich kriege einfach nur die Krise. Es gibt also ein paar Beispiele, die ich dir jetzt mitgebracht habe, bei denen ich mal übersetze von Laura, das war mein Gedanke zu, wie sage ich das jetzt eigentlich professionell? Das wird nicht nur lustig, sondern wird dir direkt dabei helfen, deine Kommunikation als Führungskraft sofort zu verbessern. Legen wir los. Hi, mein Name ist Laura Klimetzki und als Führungskräftecoach weiß ich sehr genau, wie es ist, meinen Kunden dabei zuzuhören, wie sie sagen, Laura, ich dachte, Punkt, 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 Punkt. Und wie formuliere ich das jetzt so, dass es höflich und professionell ist? Es gibt also sehr viele lustige Situationen bei uns auch im Coaching. Und da ich selber Führungskraft und Unternehmer bin, kann ich wirklich fühlen, was ihr meint, wenn ihr mir schreibt, Gott, Laura, ich hätte am liebsten gesagt. Aber dann geht das ja nicht. Ja? Man muss es irgendwie höflich formulieren, man muss es professionell machen, man muss irgendwie schauen, dass man hier keine Grenze überschreitet. Heißt, es ist eine tricky Situation, denn du möchtest ja was sagen und du möchtest auch, dass sich was verändert und zwar verbessert, im Idealfall, nur wie. Ich habe dir 5 Beispiele mitgebracht und die gehen wir jetzt mal Step by Step durch. Beispiel Nummer 1, ganz frisch aus dem Coaching, da fragte mich eine Führungskraft, Laura, ich habe noch meinen Mitarbeiter angeguckt und habe gedacht, der Typ ist einfach zu dumm, um sich morgens die Schuhe zu binden. Ja, und das kann ich jetzt aber nicht sagen. Wie kann ich das jetzt vermitteln? Wie mache ich das jetzt klar, dass er wirklich null umgesetzt hat von dem, was ich grundsätzlich an Aufgaben und Erwartungen hatte? Wie kommuniziere ich das jetzt? Und ich helfe dir ganz kurz, es ein bisschen professioneller mitzuteilen, okay? Was du also stattdessen sagen kannst. Ich habe aktuell das Gefühl, dass dein Leistungsniveau nicht meinen Wünschen und Erwartungen gerecht wird. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir diese Lücke schließen können. Das ist eine Möglichkeit, wie du das, was du gedacht hast, etwas professioneller formulieren kannst. Zweites Beispiel, zweiter Satz. Auch wieder eine Führungskraft, mit der ich gequatscht habe und dann sagte die Führungskraft Laura wirklich, ich habe die Aufgabe erklärt und ich habe sie wirklich gut erklärt und der Mitarbeiter hat einfach die Aufgabe fehlerhaft gemacht. Und zwar nicht zum ersten, nicht zum zweiten, sondern echt zum dritten Mal. Selbst mein 5-jähriger Sohn hätte das besser verstanden und besser gemacht. Kannst du jetzt nicht sagen, ja, sonst haben wir da ein anderes Problem. Die Frage ist, wie formulierst du das jetzt? Was du tatsächlich sagen kannst, ist, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass bei einer und derselben Aufgabe wiederholt Fehler auftauchen. Lass uns bitte darüber sprechen, wie wir diese Fehler exakt bei dieser Aufgabe in Zukunft minimieren können. Beispiel Nummer 3. Manchmal zerreißen Mitarbeiter ja mal die ein oder andere Deadline. Und auch da ist eine Führungskraft immer mal zu mir gekommen und hat gesagt, boah Laura, ich hätte am liebsten gesagt, du Horst, das hätte bis gestern fertig sein müssen. Wie kann es sein, dass du das nicht gebacken bekommst, einfache Deadlines einzuhalten? Kannst du nicht sagen, wir brauchen eine bessere Formulierung? Schauen wir sie uns mal an. Was kannst du also stattdessen sagen? Die Deadline für diese Aufgabe war bis gestern. Kannst du mir kurz erklären, warum du diese Deadline nicht einhalten konntest? Das ist eine Art und Weise, wo du erstens mal ein paar Informationen rauskitzelst aus dem Mitarbeiter, denn irgendeinen Grund muss es haben, dass das nicht fertig ist. Und zweitens, erst wenn du den Grund kennst, kannst du das Problem tatsächlich richtig lösen. Deswegen gehen wir hier nicht einfach in ein Statement rein, sondern formulieren erstmal eine Frage. Sehen wir uns mal das nächste Beispiel an. Vielleicht hast du auch mal so einen Mitarbeiter bei dir im Team, der ständig an allem herummeckert. Kennst du so Leute? Die ziehen alles extrem runter, die finden alles immer blöd, die sehen immer nur die Probleme und die Fehler und die Risiken in allem. So ein richtiger Stinkbär. Ja, und dann gibt es ja Momente, wo du dir als Führungskraft denkst, halt's Maul, halt einfach die Klappe, du ziehst wirklich die Stimmung vom gesamten Team runter. Du siehst, ich schmunzel darüber, weil ich kann darüber lachen. Aber wenn du das tatsächlich so sagen würdest, käme das ganz schön doof an. Deswegen brauchen wir auch hier eine deutlich höflichere, eine professionellere Formulierung. Was kannst du also stattdessen sagen? Ich schlage vor, dass wir hier eine konstruktive Diskussion führen. Anstatt uns also auf die Probleme zu konzentrieren, möchte ich, dass du mir bei jedem Problem ab jetzt einen möglichen Lösungsvorschlag gibst. Ansonsten bin ich nicht offen dafür, die Probleme nur hintereinander weg anzuhören. Diese Formulierung setzt definitiv Grenzen bei deinem Miesepeter und sorgt dafür, dass du höchstwahrscheinlich entweder gar keinen Ton mehr hörst oder, wenn derjenige meckert, musst du ihn dahin erziehen, dass er anfängt, in Lösungen zu denken, statt einfach immer nur alles runterzuziehen.
Last but not least, manchmal haben wir eine Aufgabe und wir möchten als Führungskraft, dass sie genau so gemacht wird, wie wir uns das in den Kopf gesetzt haben. Und am liebsten würden wir einfach nur sagen, hör auf zu diskutieren, mach doch einfach. Ja, auch das ist eine schwierige Art und Weise, mit Mitarbeitern zu kommunizieren. Ich habe dir eine Alternative mitgebracht. Diese Aufgabe braucht eine ganz genaue Anleitung und ich möchte, dass diese Aufgabe fehlerfrei ausgeführt wird. Dafür bitte ich dich, dich exakt an meine Anweisung zu halten. Na, war etwas dabei, was dir bekannt vorkam, zumindest in der einen oder anderen Richtung? Ich glaube auch du, wenn du gerade Chef oder Unternehmer bist, hast mit dem einen oder anderen schwierigen Mitarbeiter zu kämpfen. Und natürlich möchtest du das Erste einfach mal raushauen und sagen, was dir in den Kopf kommt. Nur dass du dann manchmal Öl ins Feuer gießt, das sollte dir auf jeden Fall bewusst sein. Ich lade dich hiermit ein, ganz, ganz herzlich. Wenn du noch andere Alternativen hast, noch andere Beispiele, noch bessere Formulierungen, teile sie gerne mit mir, denn ich habe Lust, sie auch mit der Community zu teilen. Kommentiere also total gerne hier einfach unter dieser Folge, was für Formulierung hast du noch im Kopf? Was hat dir schon mal geholfen? Wie hast du aus einer tricky Situation, wo du einen Gedanken hattest, eine viel professionellere Formulierung hingekriegt? Lass sie uns mal teilen mit der Community und dann daraus das Beste machen. Denn auch wenn ich dir super gerne zuhöre und ich sehr gut nachvollziehen kann, was du denkst und fühlst, wir müssen in der Businesswelt immer noch professionell miteinander umgehen.